Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wir sind auf dem Koopa-Planeten angekommen, die letzte Welt, die uns hier in diesem wunderschönen Heck erwartet. Bataillon Frontier ist die erste Welt, die wir zusammen bestreiten. Es gibt eine Eisblume. Warum bekommen wir hier eine Eisblume? Mann! Was war das denn jetzt? Da kommt so ein komisches Zeug von oben runter. Das gibt's doch gar nicht. Ach, Herr Jemine. Die wird fies, die Welt. Der Vulkan spuckt Feuer. Der Vulkan spuckt. Da darf ich nicht reinrennen wahrscheinlich. Na, großartig. Wie komme ich jetzt da oben hin? Komm, schieß nochmal. Ey, heftig. Boah. Übelst krass, ey. Wahnsinn, jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad nochmal richtig an hier. Okay. Okay, der Schwierigkeitsgrad zieht echt nochmal richtig an, ja. Aber ich kann das wegboosten. Okay, Halbzeitflagge haben wir erreicht. Willst du mich veräppeln? Boah, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Uiuiuiuiui. Naja, Gott sei Dank haben wir die erste ja schon gespeichert. Die erste haben wir schon gespeichert. Okay, okay, okay. Schnell weg hier, schnell weg hier. Da stirbt man instant an diesem Nebel. Da stirbt man instant. Ey, das ist unnormal. Also das ist gemein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Stirbt man ja instant. Das ist so fies, ey. Gott, soll ich da rein? Nein! Ich wollte da nicht rein. Da war die dritte Starcoin.
Ich hätte mich eigentlich töten lassen müssen. Eieiei, da war der dritte Starcoin. Ich hätte da weitergehen müssen. Das ist fies gewesen. Das ist richtig gemein gewesen. Okay. Ich brauche mir jetzt erstmal nicht weiter um die Starcoins kümmern, sondern... Ich muss ja nur durchkommen. Ich muss hier nur durchkommen. So, Speicherfahne haben wir erreicht. Wunderbar. Leck mich doch am... Boah, ist das fies, ey. Also die Levels haben es echt in sich. Ich denke mal, wir werden hier noch eine ganze Weile sitzen. Noch mal eine Feuerblume, sehr gut. So, jetzt nicht hier reingehen. Okay, das bleibt, wie gesagt, hier stehen. Ich weiß nicht, ob ich noch hätte weiter nach rechts gehen können. Aber ein Secret Exit gab es ja hier auch nicht. Und Fahnenstange nicht oben erreicht. Heißt kein Leben für uns. Aber das erste Level hat uns knappe 10 Minuten aufgehalten, ja. Na gut. Das heißt Jet Airship ist das nächste Level. Oh Gott. Und es ist ein Squalling-Level. Das ist, glaube ich, das erste Squalling-Level. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Speicherpalast, die helfen mir hier. Aber sowas von. Boah, Leute, ey. Das war heftig, ey. Es hat echt Gas gegeben, ja. Ich würde hier oben gerne bleiben. Boah, da muss man schnell sein, ey. Da muss man echt schnell sein.
muss man echt schnell sein, ey. Ich war schnell. Ich war schnell, bin aber nicht wieder nach oben gekommen. Mann, ey, leck mich doch am Hintern, ey, das gibt's nicht. Ich glaube, wir werden immer nur zwei Welten schaffen hier, wenn das so weitergeht. In einem Part. Oh, wo ist die dritte Starcoin? Okay. Okay. Endlich wieder mal ein Leben. Das ist heftig gewesen. Das ist richtig heftig gewesen, ey. Boah, hoffentlich gibt's hier kein Secret Exit, ey. Nein, gibt's nicht, Gott sei Dank. Es geht weiter. Gib mir mal wieder eine normale Welt. Burnstone Flow Falls. Die brennenden Wasserfälle, ne? Das ist zumindest kein Scrolling-Level. Also wie ich da jetzt überlebt habe, bin ich mir auch nicht sicher. So, und die grüne Röhre kann ich reingehen. Die sieht anders aus. Hier gibt es nur Münzen, oder? Hier steigt ja die Lava. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Hier steigt die Lava. Ich hasse die Sprungblöcke in jedem Mario-Spiel. Ich hasse die einfach, weil man die nicht kontrollieren kann. Was heißt da XXX? XXX und da ist nix. Warte mal, da ist ein Pfeil nach oben.
So, Level geschafft, aber dritte Starcoin verpasst. Was haben die X da zu bedeuten gehabt? Irgendwas haben die zu bedeuten gehabt. X. Ja. Okay, ich bin hier durchgekommen. Aber fehlt die dritte Starcoin. Warte mal, ich könnte mir jetzt hier noch. So. Na, weg, ja. Ah, das war nur der Raum mit dem Geld, ne? Das war nur der Raum mit dem. Boah, ey, leck mich an. Leck mich an meinem Popo, ey. Ich hab hier schwer zu kämpfen, muss ich sagen. Ich hab hier echt schwer zu kämpfen, Leute. War das der Hinweis dort? So, zwei Starcoins, wie gesagt. Propeller halt. Die Röhre war definitiv. Lass mich einfach nur hier durch. Und lass mich bitte die drei Starcoins speichern. Und ich würde sagen, wir haben zwei Level gespielt und den Tower schauen wir uns auch noch an. Das ist dann aber das letzte für diesen Part. Factory Tower. Okay, was gibt's hier in der Fabrik? Also gibt's auf jeden Fall erstmal einen Pilz, ne? Was ist hier drin? Starcoin Nummer 1. Sehr schön. Die Frage ist aber auch, mit was für einem Boss werden wir es hier zu tun bekommen. Wir haben ja theoretisch gesehen alle Zeit der Welt. So ein bisschen zumindest. Das muss ich mitnehmen, das Trampolin, denke ich mal. Hochzukommen, ne? Oh.
Gott. Okay, hier kann ich... Hier kann ich stehen. Nein, sag mal nicht, hier muss ich als Mini-Mario rein. Ich will ja nicht als Mini-Mario rein. Da oben brauche ich die Bombe. Okay. Ich brauche die Bombe da drüben. Da komme ich dahin. Da komme ich auch nicht dahin. Oder muss ich in die rote Röhre rein? Oder muss ich in die Röhre rein? Nee, warte mal. Wenn ich hier reingehe, kann ich ja bestimmt durchrennen, oder? Ja. Und bekomme somit Starcoin Nummer 2. Hier rein? Nee. Warum bin ich denn klein? Ey, das gibt's nicht. Wieso? Leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch, ist das schwierig. Boah. Okay, das könnte Starcoin Nummer 3 sein. Das könnte Starcoin Nummer 3 sein. Okay, aber vielleicht ist gar nicht so, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man hier kleiner Mario ist. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man hier ein kleiner Mario ist. Aber ich würde gerne noch ein Item bekommen wollen. Also bis jetzt war ja alles okay.
Ach nee, hier gibt's. Hier gibt's nichts, oder? Hier gibt's ja gar keinen Bosskampf in dem Tower. Nur dann bin ich zufrieden und hoffe, dass wir alles gefunden haben. Und ich nicht hier mit einem kleinen Mario irgendwo in so eine Röhre muss. Nein. Wir haben alles. Super. Es geht weiter. Wir kommen ins Innere der Festung. Oh Mann. Molten Airship ist das nächste Level, was wir zusammen spielen werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.